Opa, wander aus, glaub mir. Ey, ich bin kein Opa, du alter Zipfel, Alter. Du bist so ein richtiger Zipfelklatscher. Sumimasen, hot to call you S size, small size on the dash. Steph, she's alright, that's super. Hallo from Tokyo. So, Steph Shizu, ich habe mal eine kleine Liste für dich gemacht. Ich werde mal versuchen, deine Fragen zu beantworten. Also Nummer 1, wenn du kein Kind und keine Frau hast, auch wenn du eine Familie hast, kannst du auf jeden Fall hier kommen, problemlos. Aber du hast ein ganz anderes Problem, ein ganz, ganz fettes anderes Problem. Also mit deiner 1,98 bist du zwar normal, also ab 2 Meter würdest du Probleme haben zu duschen oder eben zu scheißen. Weil dann würdest du nicht mehr reinpassen. Also die Toiletten sind sehr, sehr klein. Hast auch immer sehr Schwierigkeiten hier zu leben mit deiner Größe. So, wenn du Single wärst, hast du es auf jeden Fall einfacher. Das ist schon mal klar. Also Single. Easy, mit Familie ebenso eine Möglichkeit. Gibt es nichts zu verlieren. Also wenn, ich sag mal so, hätte ich mehr Geld, ich würde sofort auswandern. Ich würde nicht mehr in Deutschland leben. Aber ich muss nochmal zurückkommen, wenn die Zeit kommt. So, als nächstes. Mit deinen Tattoos, das sind ja so die wichtigsten Fragen für jeden, egal wer aus Deutschland kommt. Tattoos. Ich bin seit 8-9 Monaten hier. 8-9 Monaten. Das ist schon 8-9 Monat. Es ist schwer. Es ist schwer. Ich werde ab morgen nach Arbeit suchen. Also ich werde mich jetzt überall erkundigen. Aber normale Jobs hier in japanischen Firmen oder allgemein japanischen Shops, es ist schwer mit Tattoos. Vor allem, du schaust auch wie ein Monster aus. Also du wirst sehr viel Schwierigkeiten haben. So. Nächstes. Fünftens oder sechstens. Was du machen kannst, so wie du oder wie ich hier kommen sollte oder möchte, braucht erstmal viel Geld. Viel Geld. Und was ich halt empfehlen kann für Leute wie du und ich, ne, unseresgleichen, Geld zu haben und sich selbstständig zu machen. Selbstständig kann alles Mögliche sein. Du verkaufst deutsches Bier, hast ein Restaurant, hast eine deutsche Bäckerei, verkaufst Bratwürstel. Oder was weiß ich, Kebab kannst du auch verkaufen. Hier verkaufen die meisten Inder Kebabs und so. Sowas wäre eine Möglichkeit für dich. Denn normale Jobs hier, ich habe einfach Schwierigkeiten. Also das ist so schwer, hier einen normalen Job zu finden. Deswegen gibt es ja dann die Option, auf das komme ich jetzt zu. Erstmal Thema Schwimmbad. Schwimmbad, Hallenbäder hast du auf jeden Fall Schwierigkeiten. Also Hallenbäder. Kommst du nicht rein. Hier wollte ich auch gehen, keine Chance. Strand würde es kein Problem geben. Ich war ja schon am Strand und da gab es keine Probleme. Aber vor der Corona-Zeit war es sogar so, dass Tattoos auch verboten waren. Also das ist schon krass. Aber ich habe die Probleme nicht gehabt. So, Schwimmbäder sind tabu. Onsen, also diese Heißbäder, wie du sagst, heiße Quelle, wie bei Naruto. Gibt es ein paar Optionen. Du kannst halt nur privat mieten. Du zahlst halt Geld, dann hast du ein eigenes Ding. Keine Ahnung, wie es kostet, ich habe mich nicht erkundigt. Das wäre eine Möglichkeit für dich, aber so in öffentliche ist es ein bisschen schwierig. So, das ist das Nächste. Also für uns gibt es hier kein Leben, wenn ich mal so sagen darf. Also Thema scheiß Hochhaus, diesen Witz verstehe ich leider nicht. Ich glaube, ich bin zu jung für diesen Witz. Sorry, Mann, ich weiß nicht, was du meinst. Und dieses Yakuza-Wort, gibt schon so einiges, kannst schon was machen, aber sowas zu finden ist schwer. Und was soweit ich weiß, kannst du da eh nicht arbeiten, weil von der Regierung aus, also Behörde, Regierung, kriegst du einen Job nicht. Kriegst du nicht. Wie soll das gehen? Das ist als Ausländer unmöglich. So, was auch immer. So. Und ich rede einfach so durcheinander, aber egal, ich genieße es. Also für dich nochmal, das Wichtigste mit Arbeit, ne, ist selbstständig. Ne? Das ist das, was ich dir gesagt habe. Selbstständig kann alles sein. Dann bräuchtest du, glaube ich, 50.000 aufwärts oder 50.000 bräuchtest du, dass du da leben könntest. Oder die einfache, das heißt einfache Variante, du brauchst Connections, also Freunde, Connections, die jemanden kennen. Dann findest du einen Job
dann kannst du arbeiten. Aber mit dem Visum, das ist was ganz anderes. Und hier mal schön auf. Sexy, Mann, sexy. Sexy, sexy. Yeah. Mein Video ist ein bisschen lang, aber egal. Ich versuche vieles zu beantworten, aber ich rede durcheinander. Also kurz gefasst, du bist riesig, du schaust gruselig aus. Familie, du hast Familie. Ohne Familie wäre es natürlich viel einfacher, okay? Du bist tätowiert, habe ich ja gesagt. Scheiß Hochhaus, ja. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, du hast auf jeden Fall keine Chance, du hast die Arschkarte gezogen wie ich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, du alter Zipfelgletscher. Und ich freue mich auf schöne weitere Videos mit dir irgendwann mal. Live vielleicht mal zu praktizieren oder eben halt mal Videos mit dir zu machen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich gehe jetzt mal ein paar Chicas abchecken. Schönen Tag dir noch.